Hallo da draußen, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Wir haben gerade gespeichert und danach haben wir geladen und das war mega interessant und definitiv ein großartiger Anfang. Die Bewohner dieses Hauses ernähren sich wie normale Menschen. Ja, ne, dann schnappt ihr ein Steak und weiter geht's. Ach du Scheiße. Nix treten? Nein! Ich würde jetzt mal ganz blind vermuten. Dass der Kerl mich vermutlich mit einem Schlag umhaut. Also, Leon hält eine Menge aus, aber ich glaube kaum, dass er einen Kettensägenschlag aushält. Ich glaube, der muss down. Der muss so. Alter, wie viel hältst du aus? Was? okay. Also für Kettensägen-Typen ab jetzt die Shotgun. Am besten eine Atomrakete mitbringen. Eine Rakete mit einer Atombombe vorne drauf. Altbewährtes Mittel gegen Zombies. Alter, wie viel hältst du aus? Was soll denn das? Nein! Boah. Okay, einfach draufballern. Einfach draufhalten. Einfach mit der Atomraketen-Uzi draufhalten. Eine andere Möglichkeit sehe ich gerade nicht. Wo ist denn meine Atomraketen-Uzi? Überraschung, ich habe keine. Aber diese Waffe geht auch in Ordnung. Sollte sie zumindest. Einfach draufhalten. Ja, hör auf hier mit deinen Äxten zu werfen, das ist nicht lieb. Du musst dich nicht wundern, dass immer keiner mit dir spielen will, solange du mit diesen Äxten um dich wirfst. Was zur Hölle? Bist du endlich tot? Sag, dass du tot bist. Du bist nicht tot? Ups, sorry, musste nachladen. War ein bisschen kopflos von mir an der Stelle. Alter! Nein. Okay, schnell gespeichert, damit wir die Tode nicht verlieren. So, neuer Versuch. Wie wär's mit einer Handgranate? Das ist eine Blendgranate. Brandgranate von mir aus auch. So, tschüss. Bitte sag, dass das reicht. Was? Ja, lauf halt einfach durch. Wie schnell geht das Feuer hier denn aus? Muss echt kalt sein in der Gegend. Okay, wie wär's, wenn wir die Waffe nicht nachladen, sondern zur Shotgun greifen? Shotgun? Bitte sei tot! Danke! Wow! Was zur Hölle war das für ein Typ? Also, jetzt können wir wieder ganz normal mit der Pistole draufhalten. Wollte eigentlich auf seinen Kopf schießen, aber was soll's. Holy shit! Will er mir einen Teppich verkaufen? Ich weiß es nicht. Ja, hier nicht sidesteppen, umfallen. Das ist dein Job. Du hast ihn verwechselt. Ist schon okay. Okay, down. Ich glaube, der ist bewusstlos. Rotes Kraut. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich rotes Kraut sammle. Mal sehen, aus welchem Holz das geschnitzt ist. Untersuchen. Mit einem grünen Mit einem grünen Kraut gemischt, stellt es ihre Gesundheit vollständig wieder her. Ja, dann mischen wir das doch mal mit einem grünen Kraut. Dann noch ein gelbes dazu und dann ist alles super.
Alter, wie sie... Okay, die Zombies haben das Ausweichen gelernt. Zeigen mir ihre krassen Dance-Moves. Sag mal, wo hast du eigentlich deine ganzen Äxte? Will ich das wissen? Vermutlich will ich das nicht wissen. Oh nein! Nein! In der Luft weggeballert die Axt. So muss das sein. Dieser Axttyp geht mir auf die Nerven. Ich glaube, das ist dann auch eine Stelle, wo wir zu unserer wunderschönen Shotgun greifen sollten. 3 Schuss noch, keine Ahnung, ob das reicht. Aus irgendeinem Grund hat sich der Schwierigkeitsgrad, seit wir geladen haben, extrem erhöht. Das Spiel denkt wahrscheinlich, boah, der kommt so gut zurecht, da müssen wir noch einen draufsetzen. Oh oh. Das war's. Das war's mit mir. Ich Mistvieh, sag mir bitte nicht, dass ich den... Ja klar, natürlich muss ich den Kettensägen nochmal töten. Den Kettensägen-Typ, natürlich. Bleib da stehen. Hat der... Was hat der für eine Weste an? Schniekes Outfit, mein Freund. Der muss sterben. Der auch. Nein. Mit der meinte ich nicht mich. Wow. Okay, wir sollten in diesem Abschnitt vermutlich wirklich schon die Atomraketen-Uzi haben. Brandgranaten. Ja, was sonst? Das hat beim letzten Mal so gut geklappt. Alles voll davon. Anders geht es nicht. Ja, da steht der Kettensägen-Typ auch wieder auf. Guten Morgen, mein Freund. Ich brauche die Schrotflinte, um Distanz zu gewinnen. Wir sind einfach zu nah. Meine Liebe für dich ist nicht erloschen, aber wir sind uns einfach zu nah. Liebe kostet mich den Kopf. Was zur Hölle? Muss man durchlaufen einfach? Weil das bisher immer so gut funktioniert hat. Das war Ironie. Ironie war das. Ironie. Das war ein Ironisch. Okay, da sitzt der nette Herr. 1, 0, nachladen. Okay, wow. Wow. Okay, kleine Verschnaufpause. Genug verschniffen. Wobei, wir sollten die Schrotflinte vermutlich nachladen besser. Und hier war ja nur diese nervige Alte drin. Guck mal da. Hier, guck. Jetzt guckst du nicht mehr. Du hast nämlich keine Augen mehr. Wow. Was zur Hölle war das? Oh, warte. Sie hat was dabei. Sie hat Gold dabei. Yay. Wir brauchen ganz viel Gold für ganz viele Waffenverbesserungen. Ich sehe es schon. So, das ist die Vierergruppe. Lass da am besten direkt mit der Shotgun reinsemmeln. Ganz nah dran. Nicht so nah. Okay, jetzt sind es ja nur diese beiden. Dachte eigentlich, ich hätte den anderen auch erwischt, aber so war es offenbar nicht. Boah, Lord Sadler, da haben wir den Namen wieder gehört. Er hat ihn herausgebrüllt. Schön nachladen. Was hast du? Du hast Munition für die Pistole. Sie haben die Tür entriegelt. Weil die Pistole mir ja bisher so gute Dienste geleistet hat.
Genau, wir sind wieder im Dorf. Hier haben wir ja schon mal alles abgeschlachtet. Aber diese Dörfer wachsen anscheinend sehr schnell nach. Zombies wachsen hier auf Bäumen. Mir geht langsam die Munition für die Schrotflinte aus. Wenn noch ein Kettensägen-Typ kommt, sollte ich Munition haben. Deshalb vielleicht eher zur Pistole zurückgreifen. Oder es zumindest, doch nicht in den Rücken. Es zumindest versuchen. Nicht in den Rücken, der ist doch nicht so gut. Mein Rücken. Ich bin doch Gamer. Den Typen wollte ich mir holen. Schnell. Danke. Hier, fang! Granaten. Was haben die alles dabei? Bringt ja mit so einer Hacke auch nichts, wenn du ganz viel Munition für Pistolen und Granaten dabei hast. So, ich glaube, ich habe noch einen Shotgun-Schiss. Shotgun-Schuss. Wo soll ich hin? Der Shotgun-Schiss, wer kennt ihn nicht? Da. Hier soll dann auch eine Schreibmaschine sein. Angeblich. Ist verschlossen, lässt sich nicht öffnen. Symbole auf der Tür. Ah, dieser Schlüssel. Oh. Das war ein strapaziöser Rückweg. Wäre lieber den Weg gegangen, den ich gekommen bin, um ehrlich zu sein. Ich dachte, ich hätte, ja, eine Schreibmaschine. Warum überspeichern? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir es auf jeden Fall schon getan. 9 Schuss. 9 Schuss habe ich insgesamt noch für die Shotgun. Shotgun. Wir sollten sie uns aufheben. TMP-Munition. Das klingt doch witzig. Ups. Das wiederum klang jetzt nicht so witzig. Aber hey, immerhin ein Edelstein. Was will man schon mehr? Dunkle Höhlen erwarten uns. Jemand muss sich um diese Kerzen gekümmert haben. Erinnert mich sehr an eine Draugr-Ruine gerade. Oder an ein Nordgrab. Hoffentlich nicht mit denselben bösen Draugr-Massen. Tach. Got something that might interest you. Ah. Das stimmt. Got a selection of good things on. What are you buying? So, Sturmgewehr für 12.000. Hier, dankeschön. Oh. Okay, dann warte mal. Wir müssen ein bisschen Tetris spielen, wie mir scheint. Wir können auch die Blendgranaten raus... Na, man kann nichts. Man kann keine... Das war schon immer ein Problem der Resident Evil Serie. Man kann keine Items aus dem Inventar entfernen. Deshalb werden wir diese Blendgranaten zumindest einfach wegwerfen müssen. So. Wenn ich jetzt in der Lage bin, Sachen ablegen, ja. Nein, ich will sie bewegen. Okay, wir können keine Items im Inventar bewegen. Das wird auf Dauer sehr problematisch. Nochmal das Sturmgewehr. Natürlich das Doppelte bezahlt dafür. Okay, so funktioniert es. Aktenkoffer. Ein größeres Inventar ist genau, was wir brauchen. Ich weiß nicht, wie viel größer das Inventar jetzt wurde, aber doch zumindest ein bisschen. Sturmgewehr, sage ich die ganze Zeit. Dabei steht dort Repetiergewehr. Nicht gerade die Form von Sturm, die wir uns wünschen. Elegante Kopfbedeckung. Oh, stimmt, ich kann ganz viele Sachen verkaufen. Kommst du her?
Lässt du mich mal Sachen verkaufen? Vermutlich hätte ich die Granaten eben auch verkaufen können. Ja, wenn ich mir die Preise so ansehe, hätte ich es besser getan. Da, 6 davon kann ich verkaufen. Rubin. I'll buy it in a hot. Thank you. Is that all, stranger? Thank you. Thank you. Ah. So, tunen. Lass uns mal Feuergeschwindigkeit, Ladegeschwindigkeit, ja, lade. Wie oft hat mich das getötet? Ich hätte dann vielleicht doch besser mehr Feuerkraft hierfür und mehr Ladegeschwindigkeit und die Kapazität. Alles klar, Sturmgewehr können wir auch. Nee, nicht genug Gold, nicht genug Geld dabei. Vielleicht sollten wir der Pistole zumindest das da auch noch geben. Okay. So, jetzt sollte es vielleicht ein kleines bisschen weniger problematisch sein, alles. Da komme ich her. Da komme ich her. Glaube ich zumindest. Was sagt die Karte? Ja, da komme ich her. Da ist die Schreibmaschine. Hier ist das liebe Händlerlein. Yay! Hallo. Dankeschön, dass ich bei dir Waffen kaufen konnte, mit denen ich dich über einen Haufen ballern könnte, um mir weitere Waffen zu holen. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es ist bestimmt keine gute Idee, einen Händler anzuschießen. Kann ich den überhaupt anschießen, wenn ich wollte? Sieht so aus. Ich glaube, wir verzichten lieber. Ich werde wohl nicht der Erste sein, der auf so etwas Offensichtliches kommt. Und es wird vermutlich keine gute Idee sein. So, eins Wald. Und da ist sie, die Kirche, die wir suchen. Wer genau? Da sind übrigens diese blauen Marken, die ich abschießen soll für noch mehr schöne Sachen. Fuck, da hat sie mich erwischt. Mir hat's erwischt. Erwischt, hast du mich? Klingt so, als wäre hinter mir noch was. Nee, das war's. Alles klar, die Marken runterballern. Medaillen. Eine von 15. Es gibt also insgesamt schon 15. Hier war noch eine andere. Ich konnte eben noch eine andere sehen. Heißt aber Sturmgewehr, das Ding. Also okay, Sturmgewehr, so werde ich es ab jetzt nennen. Ja, da hinten ist noch eine weitere. Das Ding hat ein Zielfernrohr, oder? Ja. Zoom funktioniert so und so wäre das dann. Alles klar. Gut zu wissen für die Zukunft. Gut zu wissen für die Kuhzunft. Habe auch das Gefühl, wir sollten uns heilen. Vielleicht mit dem Einsamen, den ich noch habe. Und den hier dann nicht untersuchen. Kombinieren mit dem. So. Fuck. Ja, war offenbar eine gute Idee. Kombinieren. Nein, essen. Oder ich habe keine Ahnung, ob ich das esse, aber zumindest mal verbrauchen. Probieren wir doch mal unser neues Gewehr. Okay, das ist anscheinend nicht für diese Ranges. Nein! Alles klar. Feinde auf Entfernung sind die falsche Situation für dieses Gewehr.
Tschüss. Nein! Ich habe eben noch da gesessen. Wann hat mich Nachladen schon getötet? Oh, da ist noch eins. Dre von 15. Dort ist eine runde Öffnung. Vielleicht passt etwas hinein. Oh, oh. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Das war naheliegend. Und wie wir da reinkommen, in der nächsten Folge.